Mein geliebtes Postbüro, was ist aus dir geworden? Es kommt immer dieses Fräulein Schütz und... Mensch, die kommt eh gleich. Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von After Hour, der Late Night Show auf FS1. Wir haben heute ein ziemlich toughes Programm, wir waren fleißig unterwegs, wir haben unter anderem hinter die Kulissen des Rockhaus geschaut, was da eigentlich passiert, bevor es richtig losgeht. Apropos losgehen, Herr Kleinthaler, Sie gehen irgendwie seltsam. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Es ist schön, dass Sie mir in meinem Postbüro Platz anbieten. Das jetzt mein Studio ist. Und Sie sollen sich nicht so verrenken. Bitte schön, machen Sie sich bequem. Ich übe für Norwegen. Warum? Da darf man nur möglichst ungewöhnlich über den Zebrastreifen gehen, steht jedenfalls in der Zeitung. Gut, dass wir in Salzburg sind. Fräulein Schütz, haben Sie ein Auto? Nein, ich bin eine arme Studentin. Woher soll ich ein Auto haben? Ich hatte jahrelang Probleme mit Marderbiss. Aber jetzt weiß ich, Tina Turner. Volle Lautstärke, starke Bässe, das vertreibt jeden Marder. Und nicht nur die. Ja, ich hatte schon Besuch von der Polizei. Oh. Sie haben kein Auto? Ja, Sie sind Nein. Studentin. Woher? Ja. Da habe ich etwas für Sie. Österreich setzt jetzt auf E-Learning. Studieren ohne Anwesenheit. Können Sie sich das vorstellen? Das kann ich mir gut vorstellen, weil das ist nichts Neues, Herr Kleinthaler. Also. Ja, ich kenne das aus der Pflichtschule. Also geistig wenigstens war ich da selten anwesend. Würde man die Zeit zusammenrechnen, in der ich geistig anwesend war, ich hätte nicht einmal den Volksschulabschluss. Zumindest das glaubt man Ihnen. Sagen Sie ja nichts mehr gegen uns normale Arbeiter. Die Lehrlinge haben den Studenten einiges voraus. Mhm. Zum Beispiel wissen Sie, wo es den besten Leberkäse gibt. Das wissen die Studenten eigentlich auch. Also ich zumindest habe das in meinen... Sie sind eine Angeberin, geben Sie es zu. Harald Schmidt wechselt den Job. Ja. Der beste Late-Night-Talker überhaupt, ja? Von dem Sie sich eine Scheibe nach der anderen abschneiden könnten. Wechselt zum Tatort. Gibt Ihnen das nicht zu denken, Fräulein Schütz? Tatort gibt mir in letzter Zeit in der Tat zu denken, weil es ist total angesagt. Es ist an Ihnen vorbeigegangen. Es ist so schick, gerade müssen Sie unbedingt Tatort-Kommissar sein. Sogar der Til Schweiger macht das. Jetzt haben Sie es gesehen. Hören Sie mal auf mit diesem Biefke. Das ist doch der Typ mit kein Ohrhasen. Ja. Na, der macht jetzt auch Tatort mit viel Klimbim, aber ich sag's Ihnen. Wir wären das ideale österreichische Tatort-Gärchen. Ich hätte schon einen Fall. Frau schlägt Polizistin mit dem Nussknacker. Mm. Würde Ihnen das gefallen? Mir schon. Wir zwei? Na, aber Herr Kleinthaler, beim Tatort braucht es immer Leiche am Anfang. Damit kommen wir hier nicht weit. Zerbrochener Nussknacker. Aber ich glaube, Sie haben den Slang nicht drauf. Sie können nicht wienerisch sprechen. Das ist das Problem. Oh, gebitte, ich könnte es doch nachmachen. Boah! Es gibt nichts Schlimmeres als einen Deutschen, der probiert, den Wiener Dialekt nachzumachen. Wieso? Bitte hören Sie auf. Na? Österreich ist doch auch bei der Fußball-EM angetreten. Das ist mir schlecht. Bitte. Herr Kleinthaler, nein, das ist für einen Interviewgast. Bitte nicht... Na, egal. Aber ich sag Ihnen eins, wir haben so einen Mittelweg eigentlich gefunden, wie Salzburg doch noch zum Tatort kommen könnte. Also zumindest so ähnlich. Wir haben jetzt bei der After Hour nämlich eine tolle neue Reihe. Da geht's um skurrile Geschichten aus der Salzburger Geschichte. Und unser erster Fall, der bewegt sich im studentischen Milieu. Das ist jetzt was für Sie, Herr Kleinthaler und liebes Publikum zu Hause. Passen Sie auf, vielleicht kommen Sie drauf, was da wirklich passiert ist. Ach, Salzburg, wenn man so an dich denkt, gibt's irgendwie immer nur Mozart. Dabei gibt's doch noch so viel mehr Geschichten. Manchmal würde ich mir echt wünschen, ich hätte jemand, der mir die richtigen Geschichten erzählt. Hey,
Wenn du schon mal da bist, ich habe neulich gehört, es gab einen Titelbetrüger Cajetan Tremel. Erzähl mir mal die Geschichte. Du meinst den Prinz Tunore von Strivali? Ja, den Titelbetrüger halt. Titelbetrüger, es war einfach ein Gärtnersohn, der über Nacht zum Prinzen geworden ist. Wie kommt man auf so eine blöde Idee? Er war im Wirtshaus. Ah, okay, also eine Trinkergeschichte. Trinkergeschichte unter Studenten. Plötzlich war er Prinz, ist an die Uni gegangen, wollte seine Würde anerkannt haben und vom Rektor Geld borgen. Aber das kann doch nicht so leicht gehen. Das geht ganz einfach, man bringt ihm einen Stammbaum und diesen Stammbaum hat er halt produziert. Wie macht man sich so einen Stammbaum? Man besorgt sich Pergament und eine ruhige Ecke. Aha, du sprichst da aus Erfahrung, oder? Okay, wie ging es dann weiter? Geld ausborgen. Jeder, der glaubt hat, dass er Prinz ist, der hat ihm auch das Geld geborgt und er hat auf großem Fuß gelebt. Das heißt? Feste gefeiert, vierspännig ausgefahren, eingekauft, eine Fantasieuniform gemacht. Oh cool, welche Farbe? Weiß mit grünen Aufschlägen. Mhm, hat Stil gehabt. Okay, was hat er noch gekauft? Ein Schloss? Nein, er hat sich eine große Wohnung genommen, mitten in der Stadt, hat die Damen hofiert, vor allem seine Herzensdame. Ah, jetzt kommen die Frauen. Die Josepha Grenier. Die wollte ihn als Student nicht haben, als Prinzen war ihr dann recht. Aha. Hat ihr schöne Kleider geschenkt. Oh, klingt nach einem guten Fang. Und sie geschwenkt. Okay, aber wie ist er dann aufgeflogen? Er sollte einen Taufschein bringen. Der Rektor verlangte einen Taufschein und er konnte ihn nicht bringen. Das heißt nicht bringen. Wieso hat er es nicht gefälscht? Genau, er hat nicht gefälscht. Stattdessen hat er gesagt, wer weiß, ob ich getauft bin. Oh Mann, ich will wissen, wie er aufgeflogen ist. Na, liebe Zuschauer, Herr Kleintaler, haben Sie eine Ahnung, wie das jetzt ausgeht? Wie soll ich eine Ahnung haben? Man hat ja keinen Schluss gesehen. Ja, das habe ich mit Absicht gemacht, damit Sie schön bis zum Ende der Sendung dranbleiben, bis ich das auflöse. Apropos keine Ahnung, wissen Sie, wo ich meine Postlerkappe gelassen habe? Ohne meine Dienstkappe bin ich nur der halbe Postler. Also das weiß ich leider nicht. Das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich. Hatte ich doch auch vorher. Sie sind ohne reingekommen. Aber Herr Kleintaler, das ist jetzt Ihr erster Fall als FS1-Tatortkommissar. Gehen Sie Ihre Kappe suchen. Die verarscht mich. Nein, ich ernenne Sie doch nur zum Kommissar. So, liebes Publikum, ich verrate Ihnen jetzt, was im Rockhaus passiert, bevor es da mit dem Konzert losgeht. Wir sind hier im Rockhaus in Salzburg, in der wohl angesagtesten Konzertlocation von hier bis Texas. Wo die Fans regelmäßig auf den Tischen tanzen und sich die verschwitzten Klamotten vom Leib reißen. Heute stehen Roger und Shu auf der Bühne vom Rockhaus. Tausende Fans werden heute die Location stürmen und sich in Massen den Musikern zu Füßen werfen. Noch, seht ihr, ist alles ruhig, aber das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Diese Wildheit in diesem ganzen Geschäft, wie geht's ihr damit um? Ja, wir versuchen einfach das zu zähmen, wo nur geht, im Grunde genommen. Es ist nicht einfach, es ist ein harter Job. Wir kämpfen uns einfach so durch. Und wir sind selber, eine gewisse Wildheit muss man selber mitbringen, eine Grundwildheit, sage ich mal. Okay, also das finde ich echt ganz schön faszinierend eigentlich. Und da wird es hier so locker da bleiben, kannst du super cool. Und was ist jetzt, wenn diese wild gewordenen Fanmassen auf die Musiker stürzen? Wie schützt ihr die Musiker davor? Wir schützen einmal uns. Und dann? Zum Schützen haben wir professionelle Leute da. Die machen das hauptberuflich. Gerade sind die Musiker angekommen und völlig cool. Sie sind sich bis jetzt den Risiken der wild gewordenen Fans noch nicht bewusst. Seelenruhig machen sie ihren Soundcheck. Der Soundcheck nebenan verläuft völlig easy. Weder die Musiker noch die Techniker sind sich der wachsenden Bedrohung bewusst. Aber die wilden Fanmassen lassen nicht mehr lange auf sich warten. Ihr macht eine Zumba, Junge, ich mach Rama, Samba. Wir wollten von euch wissen, wie geht ihr damit um, wenn die wild gewordenen Fanmassen auf euch zustürzen und sich die Klamotten vom Leib reißen? Oh. Da haben wir natürlich einen guten Plan. Wir haben jetzt Klamotten mitgebracht, die wir dann verkaufen können, sofort nach der Show. Genau. Ja. Wir sorgen dann für Ersatz. Sehr, sehr coole Aktion. Jetzt noch eine Frage. Ist es aus Sicherheitsgründen, dass ihr nur zu zweit und nicht mehr als ganzes Blumentopf-Team auftretet? Ja, natürlich, weil halt die Horden von den Leuten, die dann nach der Show halt sich die Kleider vom Leib reißen, deswegen auch ein bisschen kleiner sind als beim Blumentopf. Und das ist einfach für alle das Beste, wenn es nicht absolut total explodiert. Okay, also du siehst es genauso. Ja, gerade bei der angespannten Lage überall
wollen wir ja nicht noch dazu. Wir als quasi Hip-Hop-Wirtschaftsflüchtlinge hier in Österreich, wir wollen es auch nicht über die, also wir wollen es nicht übertreiben. Okay, super. Die ersten Fans warten vor den Pforten des Rockhauses. Der Einlass beginnt. Noch ist alles ruhig. Bist du schon richtig aufgeregt und bereit, heute auf dem Konzert zu eskalieren? Ich weiß nicht immer, wie klein ich geht, oder? Was, warum denn das? Also nicht die T-Shirts vom Leib reißen und völlig in Trance dahin wippen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich weiß wirklich noch nicht, ob wir jetzt reinkommen überhaupt. Also hast du das Bedürfnis, dir dann das T-Shirt vom Leib zu reißen und sich in Trance hinzugeben und dich nackt neben den anderen Fans auf der Bühne zu wälzen? Also du müsstest schon richtig gut sein, dass ich das mache. Wahrscheinlich eher nicht. So, jetzt sind wir hier im Rockhaus. Bist du schon richtig aufgeregt und bereit zu eskalieren? Nein, eigentlich nicht, weil ich weiß nicht mehr, wer heute spielt. Ernsthaft? Also du wirst dich nicht wie in Trance bewegen und dir das T-Shirt vom Leib reißen und dich nackt zu den anderen Fans auf die Bühne werfen? Das können andere übernehmen. Nein, also das mache ich sicher nicht. Na gut. Die Band ist backstage gegangen. Sie sammeln ihre Kräfte vor dem Auftritt und versuchen, die Aufregung unter Kontrolle zu bringen. Wir wollten die Musiker fragen, wie sie damit umgehen, wenn sich die Fans wild die Kleider vom Leib reißen oder sogar auf sie draufspringen. Sind sie bewaffnet auf der Bühne? Wir wissen es nicht. Aus Sicherheitsgründen haben sich die Musiker in den Backstage-Bereich verschanzt. Das Konzert beginnt bald, die ersten Songs werden schon angestimmt. Aber so wild sieht's gar nicht aus. Nach wie vor ist alles ruhig. Langsam beginnen sich die Fanmassen in die totale Ekstase zu stürzen. Uns wird das ganze Szenario hier zu wild, deswegen verlassen wir jetzt das Rockhaus und wünschen einen schönen Abend. Das machen also die Musiker und die Mitarbeiter im Rockhaus, bevor es losgeht. Und da können sie ja nächstes Mal, wenn sie hingehen, aufpassen. Oder sie machen so wie ich, lehnen sich zurück und warten, bis die Musiker ins Studio kommen. Aber bevor wir zu unserem nächsten Musik-Act kommen, da bin ich Ihnen ja noch eine Auflösung schuldig. Wie unsere spannende Geschichte um den Prinzen von Tunora ausgeht, das sehen Sie jetzt. Mann, ich will wissen, wie er aufgeflogen ist. Genau so. Er konnte den Taufschein nicht bringen, die Gläubiger sind nervös geworden, weil sie ihr Geld nicht gesehen haben. Und daraufhin ist er aus Salzburg geflohen. Und in dem Moment wurde er steckbrieflich dann gesucht. Und dann haben sie ihn gekriegt? Nein. Wie haben sie ihn gekriegt? Dann ist er nach Innsbruck gegangen, hat dort das Ganze als Graf Taufkirch noch einmal versucht, aber nur kurz, ist wieder geflohen und in Oberösterreich wurde er dann aufgegriffen, nach Salzburg überstellt und es wurde ihm ein Gerichtsverfahren angehängt. Und jetzt haben sie ihn? Mehr oder weniger. Er wurde zu 3 Jahren Haft verurteilt. Ein bisschen milde, aber gut. Und so haben sie ihm das Handwerk gelegt? Nö. Nach 6 Monaten wurde er entlassen. Oh, wie hat er das wieder geschafft? Generalamnestie. So, jetzt sind wir an der Stelle, an dem es bei uns musikalisch wird. Und zwar habe ich mir heute 2 junge, leidenschaftliche, passionierte Gitarristen ins Studio geholt. Das sind Patrick und Leonie vom Double Dot Gitarrenduo. Hallo im Studio und herzlich willkommen. Hallo, Silarissa. Ja, servus ihr zwei. Ihr seid passionierte Musiker, seit kurzer Zeit erst zusammen unterwegs, davor aber schon richtig im Gitarrenspielen drin gewesen. Wie kommt es, dass ihr jetzt erst so spät zusammen Musik macht? Ja, wir müssen unseren Tag planen. Die Gitarre ist uns beiden wichtig. Also wir kennen uns ja erst seit 1,5 Jahren. Und habt dann wann angefangen, so richtig zusammen zu spielen und rauszugehen auch? Wirklich eine eigene Sache zu machen? Und das ist erst seit 1 Monat ungefähr. Also 2 Monaten. Ja, seit unserem Urlaub. Ja, genau. Haben wir unsere Gitarre auch mitgenommen. Ja. Ah, genau. Und dann 2 Wochen Urlaub ohne Gitarre. Oh. Ich habe mir mal sagen lassen, ein echter Musiker ist jemand, der sein Instrument mit in den Urlaub nimmt. Okay, und welche Art von Musik hat euch dann zum Zusammenspiel gebracht? Ja, von der Verwandtschaft, von dir, vom Helmut Nieberle. Also selbst super Jazzmusiker. Okay. Aber auf 7 Seiten, das eine, das ist uns beiden eine Seite voraus. Okay, genau. Zusammen spielen wir 12 Seiten, hat er keine Chance. Aber. Ist es ein Nachteil, wenn man keine 7 Seiten hat? Nein, man muss mal schauen, was man mit 6 Seiten so alles machen kann. Und wenn das nicht genug ist, dann kommt die 7. Seite. Ja, also wir sind noch
Ihr macht jetzt Jazz auf, mit jeweils 6 Seiten, aber das funktioniert gut. Ja. Ja, da war ich schon. Ja. Okay. Ja, aber was spielt ihr noch so? Ist das rein Jazz, was ihr macht, oder seid ihr da experimentierfreudig? Ja, schon. Also selbst haben wir jetzt die Blueskadenzen uns auch mehrmals zusammen durchgeübt. Sonst eher spanische Musik. Mhm. Auch dann im Funk-Bereich wird es eben so gehen. Okay. So, und schauen wir, wo es hingeht. Ihr seid experimentierfreudig. Ja, aber... ja. Ja, wir fangen jetzt mal mit dem Gypsy Jazz an und dann gucken wir, was uns Gypsy Jazz. Ja, genau. Was ist denn das für jemanden, der es nicht kennt? Das ist ein sehr gitarrenlastiger Jazz. Also, ja, aufgrund seines Erfinders natürlich. Also, oder sagen wir mal, der dafür verantwortlich ist, dass das bekannt geworden ist, der Django Reinhardt. Mhm. Und der hat eben Gitarre gespielt und ja, halt besonders. Der hat ja auch nur 2 Finger. Ach so. Und genau. Also mit 6 Saiten und 2 Fingern kann man trotzdem noch Jazzmusiker sein. Das ist ja doch eine gute Nachricht. Ja, da seid ihr ja meilenweit überlegen. Richtig. So, also ihr macht dann Gypsy Jazz zusammen. Wir wollen jetzt dann natürlich auch gleich was hören. Was habt ihr uns heute mitgebracht? Unseren ersten Song. Euer erster Song. Wie heißt der? Hat er schon einen Namen? Oder ist From, also der Helmut hat ihm den Namen From Swing to Fall gegeben. From Swing to Fall. Okay, genau. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich hoffe natürlich unsere Zuschauer auch und ich hoffe unsere Zuschauer sind natürlich sehr gespannt, was wir in den nächsten Folgen machen werden. Da haben wir nämlich auch wieder einiges an Musik für Sie. Aber jetzt hören wir uns erstmal From Swing to Fall an. Bitteschön. Thank you.